Rob Byrne hat ein Büro bei Sea Burford International Shipping nahe U-Bahn Riding Park. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Rob Byrne mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und dem Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Wenn Rob Byrne wirklich was mit dem Mord an Pope und dem Komplott gegen Kate zu tun hat, dann ist er bestimmt kein bloßer Redner, sondern ein Kämpfer. So, auf geht's. Wir haben gehört, der Typ ist ein Megaschläger und wir machen natürlich, der beste Gedanke, der uns kommt, ist erstmal hingehen. Ah. Das machen wir auch. So. Ich muss sagen, ich finde richtig gut, wie das Spiel gemacht ist. Also auch aus dem Aspekt her, wie der Charakter, also wir Sachen greift. Also auch zum Beispiel die Rohre, die in der Luft hängen und so weiter, ist ziemlich cool. Zack. Finde ich, ist sehr sauber gemacht. Und dazu halt noch die schicke Aufmachung, die man mögen kann. Ne, nicht muss, ganz klar. Das sei natürlich eben selbst überlassen. Okay. Ich dachte, ich kann mich da irgendwie an die Kante hängen. Müssen wir gleich mal gucken. Aber ich finde es eigentlich schick, also wie die Stadt so aussieht mit diesen knalligen Farben auf dem weißen Hintergrund, finde ich sehr geil. Die kommen so noch ein bisschen besser zur Geltung. Zack. Okay, so. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Ah, ich sehe. Natürlich ist das Weiß momentan sehr, sehr grell. Ah, das ist cool. Das hat irgendwie trotzdem was, muss ich sagen. Autsch. Aber auch hier hätte ich abrollen für eine schlechte Idee gehalten. Aber hier kann ich es machen. Ja. Yeah. So, und wie man sieht, ist es bei mir auch ein Stück länger her, dass ich es durchgespielt habe. Okay, das war dumm. Ich hätte natürlich die andere Wand hochlaufen können. Die da. Hey! Eigentlich sollte da ein Rohr sein, an das du springst, Mäuschen. Wieder rübergesprungen. Habt ihr das gesehen? Ich bin gerade, ich stand auf dem Rohr drauf. Dann machen wir was anderes. Vielleicht zwar für Schwachsinn, aber naja. Dann hat es nicht funktioniert. Nun gut. Jetzt wollen wir ein bisschen Zeit haben und das Dach hier so offen ist. Hier war Glas. Sieh mal einer an. Und ich gucke mal, ob hier vielleicht ein Kaffeechen steht. Aber nein. Gut. War eh nicht das Ziel, alle Koffer zu finden. Wäre auch nicht möglich. Also es ist möglich, aber nicht unbedingt für mich. So. Dafür folge ich bei so einem Spiel immer gerne, also viel zu gerne der Story. Hier müsste zum Beispiel einer in der Nähe sein. Sehr gut.
Sehr, sehr cool. Also. Er hat wiederholt betont, dass er, obwohl eine Neuklassifizierung von Tabakprodukten unwahrscheinlich ist, die Möglichkeit nicht ausschließt, dass Nikotin verwendet wird. Ah, Mensch. So. Serverraum. Gut, ist nichts. Wieder hier rein. Ah. Perfekt. Zack. Okay, schleichen wir uns ganz langsam hier durch, so dass man uns nicht hört. Ich glaube, es ist verhältnismäßig einfach. Nicht du, was man mir sagt, das weißt du doch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab's etwas vereinfacht. Und mir sitzen außer dir noch ein paar mehr Leute im Nacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Cops liefern, weißt du? Ja, ja, es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gang. Klär das mit denen. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Weisheit. Ach komm, die Rennerin hält sich nicht lange. Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt Icarus wird schon klargehen. Kein Problem. Jetzt dreh ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Reno Street. Um 4, okay? Spinne ich, der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Straße bist, ist alles schön ruhig. Wir sehen uns da. Und bring bloß keine deiner Freunde mit. Sind wir klar? Gut. Wie auch immer, ich brauche jetzt erstmal was zu futtern. Ein Körper wie dieser erhält sich nicht von alleine. Der Typ erinnert mich voll an Ric Flair, weißt du? So ein bisschen wie er aussah. Okay. Hier liegt eine Knarre, die wir übrigens mitnehmen können. Brokern hat also etwas gewusst. Ich frage mich, mit wem er sich trifft. Komm zurück, wir finden einen Weg, dich auch ohne Einladung da reinzubringen. Das sehe ich nämlich ähnlich. Los jetzt, ich habe hier Cops, die auf dem Weg zu dir sind. Du kommst irgendwo stillen Alarm ausgelöst haben. Raus da, sofort! So, hier lang. Ja. Leute, wieder so schießt für dich, meine Freunde. Noch mehr Kopf, rauf aufs Dach mit dir. Vergiss nicht, dass du Startfeind Nummer 1 bist, Face. Für die Typen steht auf deiner Stirn dick und fest Beförderung. So. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. So, eigentlich wollte ich ja nicht schießen. Kurz erholen. Sagst du mir etwa, ich bin in die falsche Richtung gelaufen? Ja, sagst du mir. Dann hätte ich den gar nicht abknallen brauchen, ja? So ein Scheiß. Ui. Yeah, Glastunnel. Und keiner schießt. Ach, Mist. Weiter, du hast ihn noch nicht abgeschüttelt. Ah, entspann dich. Ich weiß, was ich hier mache. Die Treppe hoch, die Leiter. So, währenddessen können wir ein bisschen rekapitulieren, was wir jetzt wissen. Davon abgesehen, dass... Bewegung, Bewegung! Okay, oh, die kriege ich nicht entwaffnet. Jan macht halt die Tür auf. Ach, die ist auf. Ich bin bloß gegen die Wand gelaufen. Okay, Moment, so, los geht's. Öffnet diese Tür. Die Tür ist offen. Oh, die ist auch offen. Hallo? Uiuiuiui. Tschüss, Jungs. Oh, Alter. Ihr habt ein Aggressionsproblem.
Wir wissen, Ikarus ist ein Projekt, ich glaube, das habe ich schon erwähnt, und wir wissen vor allen Dingen auch, dass die Leute über uns Bescheid wissen. Also mehr als uns eigentlich lieb ist, ja? Dass uns irgendjemand auf dem Schirm hat. Und vor allen Dingen, dass Ropeburn, der Typ, den wir gerade getroffen haben, der mich an Ric Flair erinnert. Shit, haben sie verloren. Nicht alleine in der ganzen Sache steckt, so. Sondern da auch noch jemand anders mit beteiligt ist, vor dem wir uns vielleicht auch noch hüten müssen. Wuhu! Pass auf, Faith. Die Cops schicken einen Helikopter. Knappe Sache. Hab ich geplant. Okay, ich bin mir sicher, wenn wir uns da unten umgesehen hätten, hätten wir einen Koffer gefunden. Einfach was zum Kofferschrei, weißt du? Zack. Sag mal, wie viel Kohle haben diese Cops eigentlich? Also ich meine, Munitionsverbrauch ist eine Sache. Aber wegen einer Person jedes Mal Helikopter zu schicken, weißt du, was ich meine? Das muss echt schon eine dicke Sache sein, so im Endeffekt. Aber das machst du, den Aufwand betreibst jetzt mal ernsthaft ja nicht für eine Person. Oh, ich kann da reinlaufen. Achtung, Kopf voraus, sieht aus, als hättest du kämpfen. Ich muss erstmal weiterkommen, Süßer. Okay. Die, glaube ich, konnte ich nicht entwaffnen oder ich stelle mich dafür mal zu glatt an. So, jetzt weiß ich aber, wo es lang geht. Deswegen konnte ich das eben doch nicht benutzen. Ich habe auch das Teil angeklickt. Achtung, Kopf voraus, die Lauser sind zu kämpfen. Super. Heute ist wieder einer dieser Tage, sage ich euch. In diese Richtung muss ich. Ich versuche immer so wenig knapp wie möglich zu ballern, aber in solchen Situationen sage ich, lass dir das nicht verleiden und später vermeiden und später noch weniger. Zack. Gut. Ab rein hier. So. Okay. Los, mach die Tür auf. Ich bin bereit. Bin bereit, voll durchzustarten. Los. Okay, ich warte. So, und durch diese Tür wahrscheinlich. Sie hatte ganz dick EXE draufstehen. Sogar die Bäume sind weiß, das ist ziemlich fett. Darauf habe ich vorhin nie geachtet. Ich bin immer geneigt, ranzuspringen und dann an der Wand zu laufen. Logischerweise funktioniert das nicht.
Doch mein Hirn denkt sich so, fuck off Logik. Und auf mit der Tür. Das war knapp. Hier lang. Weiter vorne findest du Deckung, hinten dein Gerüst. Versuch die Kopf abzuschütteln. Ich muss erstmal hochkommen. Ja. Schon wieder diese schießwütigen Cops. Jede Menge Kopf. Du musst nach oben, um da wegzukommen. Ich bin doch schon dabei, mein Gutster. Oh, das ist geil. Ich wusste nicht, dass sie das können. Wieso hat mir niemand gesagt, dass sie das können? Das Versteck ist auf der anderen Seite der Plaza. Hier wollte ich mich abholen. Mir ist jetzt erst klar gewesen, was ich da machen soll. Ich sag immer, ne, im Nachhinein ist man ja eh mehr schlauer. So. Was ist das für ein Kack-Helikopter? Weißt du, der fliegt um die Ecke und will dich umbringen. Also mit richtig fett Geballer, Alter. Wieder nicht abgerollt. Manchmal ist das mit dem Abrollen. Das erfordert Skill. So, ja. Was gibt es nicht? Ah, Mensch. Wenn ihr nicht wollt, dass ich mich bewege, dann hört auf mich zu schießen. Okay, hier sind wir falsch. Wir sind hier falsch. Oh Gott. Ich glaube, das ist einer der Fehler, die ich ewig hatte. Ich habe eine Idee. Ja. Ich bin falsch gelaufen. Das tut mir leid. Das habe ich auch gerade jetzt gesehen. Ich muss noch eine Etage höher. Der Fehler ist mir so häufig passiert, schon bei jedem Durchspielen hänge ich hier immer ein bisschen fest. Jo. Ich hätte gerade überlegt, ob wir da lang müssen, aber ich glaube, dann springen wir, da müssen wir lang. Zurückgepfiffen. Aber nicht für lange, fürchte ich. Ich hoffe aber für länger als nötig. So, dieses Gerüst, ne? Oh. Hier, kleinen Stricher. Scheiße. Okay, schnell. Ja. Ja, Mann.
Wahrscheinlich schießen sie mit der Pump oder so. Yeah. Ich finde die Musik gerade ziemlich cool. Der Mirror's Edge Soundtrack ist übrigens zu empfehlen. Kauft ihn euch. Und wenn man sich ihn kaufen kann. Ich glaube mehr. So. Ah, damit die Typen jetzt nicht wieder ewig lang auf den Sack gehen. Ja. So. Ich weiß. Das ist mir ziemlich cool. Hast du gerade gemacht, was ich glaube? Verdammt, ich habe mir den ganzen Kaffee über die Tastatur gekippt, Mann. Hey, kannst du Miller erreichen? Ich muss ihn nochmal treffen. Klar. Okay. Autsch. Jo, geil. Schön, das nur, weil ich da das Zeichen gesehen habe für Koffer hier. Ich weiß auch, wo der Koffer ist. Mal gucken, ob wir uns den holen können. Scheiße. Okay, nochmal. Hey, ich bin Grand Reaper und ich spiele Mirror's Edge. Was wollt ihr heute sehen? Wir wollen das gleiche Level nochmal. Das gleiche Level nochmal. Los geht's. Bam. So, das ist die schöne Musik weg. Yeah. Alter, hat das gedauert. Der wollte sich nicht umnatzen lassen und dabei habe ich ihm immer schön da auf den Kopf geballert. Er dachte sich trotzdem, nö, tut nicht Not. Und ich dachte mir so, tut doch Not. So, na okay, dann machen wir jetzt hier wieder. Gleich haben wir es. Wir waren ja hier schon einmal. An einigen Stellen ein bisschen buggy manchmal. Überlebt. Bam.
gerade gemacht, was ich glaube? Verdammt, ich habe mir den ganzen Kaffee über die Tastatur gekippt, Mann. Hey, kannst du Miller erreichen? Das kann man zweimal. Ich muss ihn nochmal treffen. Klar. Zack. Der Helikopter schon wieder, weißt du? Dann was bist du 5 Minuten beschäftigt? Oh, das war's. Interessant. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich habe mir mal Roadburn angesehen. Wieso? Er ist Travis Burfield, Pope Security Chef. Denken Sie, er war das mit Pope? Vielleicht. Auf jeden Fall hat er Kate reingelegt. Er wollte, dass ein Cop dafür bezahlt. Und er war nicht allein. Er erwähnte ein Projekt Icarus. Burfield ist gefährlich, Faith. Er ist keiner, mit dem Sie Ärger haben wollen. Er hat meine Schwester verarscht. Es tut mir leid, Faith. Was denn? Das hier. Ich will auch nicht, dass Kate dafür bezahlen muss. Aber leider gibt es Privatunternehmen, die in unseren Bezirken mitmischen. Zur Verstärkung der städtischen Sicherheit, heißt es. Sie sitzen uns im Nacken und warten nur auf einen Fehler. Der einzige Weg, das gut zu Ende zu bringen, für uns und für Kate, ist ihnen was zu geben. Mich? Ja. Dieser Penner, Alter, hast du gerade sein Gesicht gesehen? Mich interessiert nur Kate und ihr zuliebe. Lass ich sie gehen. Doch wenn sie noch mal eine Waffe auf mich richten, erledige ich sie. Oh. Und vermutlich würde ich der Stadt damit einen Gefallen tun. Auf jeden Fall. Der Typ ist ein Psycho.